Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Wie versprochen, machen wir hier weiter, wo wir hier unterbrochen haben. Ja, wir reden hier noch mit Captain Anderson, der uns jetzt sein Kommando abgegeben hat. Wir sind jetzt praktisch der Captain der Normandie. Ja, Sie haben für die Spectres gearbeitet. Ich will die Wahrheit über Sie und Saren erfahren. Ich möchte etwas über die Mission hören, die Sie damals gemeinsam unternommen haben. Wir hatten Informationen über einen abtrünnigen Wissenschaftler, der von den Batterianern unterstützt wurde. Er wollte draußen im Randsektor eine Anlage bauen und illegale KI-Technologie entwickeln. Die Allianz hatte schon fast alles erledigt, aber der Rat wollte, dass ein Spectre sich die Sache ansieht. Wir schlossen einen Kompromiss. Ich bekam den Auftrag, Saren bei seinen Nachforschungen zu unterstützen. Wir fanden ihn in einer Raffinerie auf Kamala. Er war irgendwo da drin, bewacht. Der Plan war einfach. Reinschleichen, den Wissenschaftler holen und wieder rausschleichen. Schnell, leise und ohne unnötiges Blutvergießen. Ja, das hatten wir schon. Okay, ist egal. Das Einzige, was jetzt zählt, ist, Saren aufzuhalten. Sie haben recht, Commander. Die Vergangenheit hilft uns nicht weiter. So, untersuchen. Ja, gut, was kannst du mir denn über Pharos sagen? Können Sie mir Informationen über unsere Kolonie auf Pharos geben? Der ganze Planet war einmal eine gigantische proteanische Stadt. Jetzt sind fast nur noch Ruinen übrig, aber ein Teil der Infrastruktur ist noch intakt. Die Kolonie wurde auf den Resten der proteanischen Gebäude gegründet. Nach dem Angriff der Geth haben wir den Kontakt verloren. Und was weißt du über Noveria? Was können Sie mir über Noveria erzählen? Auf Noveria gibt es immer Ärger. Das hat schon Tradition. Der ganze Planet ist praktisch eine Spielwiese für Unternehmen, die illegale Forschung betreiben. Aha. Seien Sie dort extrem vorsichtig, Shepard. Die einzige Zitadell-Autorität, die Noveria anerkennt, sind die Spectres. Aber sie sind nicht gerade beliebt. Aha, aber trotzdem haben wir ja sozusagen dadurch einen Bonus. Artemis Tau Cluster, was weißt du noch darüber? Was wissen Sie über den Artemis Tau Cluster? Nicht viel. Ich war noch nie dort. Eine Handvoll Systeme mit ein paar nicht verzeichneten Welten, aber keine richtigen Kolonien. Das könnte schwierig werden, Dr. Zoni dort zu finden. Ich rate Ihnen, die Welt mit den proteanischen Ruinen aufzusuchen. Okay, das machen wir dann auch irgendwann. Erstmal auf Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. Kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie Fragen haben. Jupp, wird man tun. Oh, ein Stufenaufstieg und Codex-Eintrag wieder. So, Squad natürlich, okay, Tagebuch. Pharos geht Angriff, nach Pharos reisen. Novere, das Interesse der geht, nach Noveria. Und Liara Zoni finden, zum Artemis Tau Cluster. Drei Missionen gleich wieder herbekommen. Aber wir haben hier natürlich auch noch unser Aufträglein. Lass uns halt mal gucken, hier zum Beispiel müssen wir zum Argus Roh Dingsbums hier, da müssen wir... Wohin? Zu dem Haken Ida Cluster. So, Squad. Zwei Pünktchen wieder. Na gut, leider nichts verschmeicheln hier noch. Mal schauen, ob wann wir hier da wieder weiter können. Gut, ihr wisst ja alle, wo wir weiter wollen. Die Chiffrierung können wir jetzt natürlich ganz hoch machen hier. Was steht hier? Erhöht die Menge des gefundenen Universalgeldes, sind im Talent dechiffrieren, könnte gesicherte Objekte öffnen. Verleiht die fertige Sabotage. Okay, ja. Wir können das noch irgendwann maximieren. Aber wir können natürlich hier auch Spectre-Training machen. Wir haben ja gesagt, wir müllen eigentlich erstmal hier auf die mittelschwere Panzerung noch raus. Fitness, jawohl. Verbesserte Gesundheit und verleiht die Fähigkeit Immunität. Erhöht den Schadensschutz um 50%. Präzisionskosten, was soll denn das sein? Tja, ich weiß nicht. Dadurch haben wir aber weniger Präzision oder was, wenn wir dann hier hochgehen. Das verstehe ich nicht ganz. Auf jeden Fall können wir hier unsere Gesundheit noch verbessern später. So, Garus. Bei ihm haben wir ja eigentlich gesagt, hier, ja gut, da haben wir jetzt schon das Präzisionsgewehr Attentat. Ja, bei verfügbar für Gewehreinsätze. Um 50%. Ja gut, okay.
Was ist das hier noch? Weiter Overkill. Ach komm, wir machen mal hier eins weiter. So, dann haben wir sie hier noch. Bei ihr gehen wir natürlich hier auf Hecken weiter. So, was ist das hier noch? Überlastung. Ja, komm, machen wir das hier noch voll ein bisschen hier. So, Codex. Ah ja, da gibt es jetzt wieder zwei Sachen hier. Außerirdische Nichtratsvölker. Als die Menschen ungefähr 2160 ihre aggressive Expansionspolitik auf den skylianischen Randsektor ausdehnten, erregten sie den Zorn der Batterianer, die bereits seit Jahrzehnten dieses System erkundet hatten. Und so stellten die Batterianer eine Petition an den Zitadellrat, um den Randsektor als batterianisches Hoheitsgebiet anzuerkennen. Der Rat lehnte den Antrag ab und erklärte diesen Teil der Galaxie zu einer unbewohnten Welt, die für die menschliche Besiedlung freigegeben sei. Aus Protest schlossen die Batterianer ihre Zitadellbotschaft, erklärten die Ratsfriedensabkommen für ungültig und wurden damit zu einem Schurkenstaat. Sie starteten einen Stellvertreterkrieg im Randsektor, in dem sie kriminelle Organisationen mit Waffen und Geld unterstützten und sie aufforderten, menschliche Kolonien anzugreifen. Die Feindseligkeiten erreichten ihren traurigen Höhepunkt mit dem skylianischen Angriff von 2176, als von den Batterianern unterstützte Raumpiraten und Sklavenjäger die Hauptstadt Elysium angriffen. 2178 startete die Allianz einen verheerenden Gegenschlag auf dem Mond von Torfan, ein seit langem genutztes Versteck der von den Batterianern finanzierten Kriminellen. Nach diesen Vorfällen zogen sich die Batterianer in ihr eigenes System zurück und scheinen seither den Zitadellsektor zu meiden. Mhm. Ja, dann haben die Batterianer also was gegen die Menschen, auf jeden Fall. Tja, da können wir halt auch nicht gegen anstinken dann. Die müssten immer verachtend gegen uns sein. Planeten und Orte. Pharos ist eine bewohnbare Welt im ATK-Beta-Cluster. Zwei Drittel des Planeten sind mit den Ruinen einer riesigen zerstörten Stadt der Proteaner bedeckt. In den Jahrtausenden nach der Auslöschung der Proteaner wurden die Ruinen zahlreiche Male von Plünderern durchwühlt. Unerforschte Welten. In der Galaxie existieren zwischen 2 und 400 Milliarden Sterne. Davon wurden bis heute weniger als 1% betreten. Und nur wenige ihrer Systeme wurden gründlich erforscht. Die Ausdehnung des menschlichen Lebensraums in der Attika-Traverse erfolgte weitestgehend planlos. Die jeweiligen Planeten wurden vor allem unter Ansiedlungsaspekten ausgewählt. Im Zuge der Expansionspolitik häufig ignoriert, gibt es noch tausende lebensfeindlicher Welten, die aber reich an industriellen Rohstoffen sind. Der Reichtum des gesamten Sonnensystems verbleibt unbekannt und wartet darauf, von kommerziellen Forschungsteams oder unabhängigen Forschern entdeckt und erschlossen zu werden. Aber das ist keine leichte Aufgabe. Neben den atmosphärischen Problemen stellen die lebensfeindlichen, unerforschten Welten aufgrund ihrer Abgeschiedenheit ein ideales Versteck für Kriminelle, Revolutionäre, Kulte und andere Gruppierungen dar, die vor der galaktischen Gemeinschaft verborgen bleiben wollen. Okay. Also ist noch ziemlich viel unerforscht. Wurde einfach nur nach Ressourcen und so geguckt, also da siedeln wir uns an und gut ist. Naja, gut. Das war das. Tja, dann wird man mal auf die Normandie gehen, oder? Wir sind ja echt so durch hier. Was stand hier? Irgendwas stand hier doch. Normandie-Waffen? Inspizieren. Aha! Moment mal. Kann ich hier noch mehr inspizieren? Ja, Geras? Normandy vereint die besten Seiten der Allianztechnik und der turianischen Technologie. Sie zeigt, was wir erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten. So, und die Hülle? Codex? Ja, da gibt's wieder was für ein Intermezzo hier zu sehen. Gibt's hier noch was für einen Antrieb? Nö. Hä? Doch. Normandy-Antriebe. Codex. Sonst noch irgendwas hier? Da müssen wir mal genauer gucken hier. Dass wir es nicht übersehen. Nö, ich sehe hier nichts mehr weiteres. Ja, das habe ich jetzt auch nur durch Zufall. Ich habe jetzt gedacht, da steht wieder irgendwie eine Wegbeschreibung. Nein,
definitiv nichts mehr. So, dann gehen wir mal an Bord. Jetzt dürfen wir doch sicherlich an Bord gehen, oder? Ja, jetzt ist die Mechanikerin da weg. Luftschleuse im Normandie betreten. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Ah, ja. Ich hörte, was Captain Anderson zugestoßen ist. Überlebt hunderte Schlachten, nur um dann politischen Schiebereien zum Opfer zu fallen. Passen Sie auf sich auf, Commander. Wenn irgendwas auf dieser Mission schiefläuft, wird Ihr Kopf als nächster rollen. Naja, gut, aber ich bin schon Spectre. Der Anderson war es noch nicht. Und so schnell wird man da nicht aberkannt eigentlich. Komisches Gefühl. Captain Anderson sollte das Kommando haben. Ich fühle mich, als hätte ich ihm sein Schiff weggenommen. Der Captain wurde ausgebootet. Aber Sie hätten auch nichts daran ändern können. Wir geben Ihnen keine Schuld. Jeder auf diesem Schiff steht hinter Ihnen, Commander. 100%. Intercom ist freigeschaltet. Wenn Sie der Crew etwas sagen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ehrliche Ansage auf meine Art, Kurzansprache. Was soll ich nehmen? Auf meine Art. Wir machen mal eine ehrliche Ansage. Hier spricht Commander Shepard. Wir haben folgende Befehle. Wir müssen Saren finden, bevor er die Röhre findet. Ich will meine Crew nicht anlügen. Das wird keine leichte Mission. Ja, Eden Prime war nur der Anfang. Keine Hilfe zu erwarten. Saren wartet schon auf uns. Verantwortung der Menschen, das klingt gut. Schon viel zu lange hat sich unser Volk aus Konflikten herausgehalten. Jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen und der Galaxie helfen. Jetzt können wir zeigen, wozu die Menschen imstande sind. So, Eden Prime war nur der Anfang. Kein Versteck für Saren. Wir dürfen nicht versagen. Bis jetzt wurde nur eine menschliche Siedlung in der Traverse angegriffen. Aber Saren hat noch viel mehr vor. Seine Geth-Armeen werden nicht am Rand des Zitadell-Sektors verbleiben. Wir dürfen nicht wissen, kein anderer. In der Verantwortung. Die Menschen stehen in der Verantwortung. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern für alle Völker des Ratssektors. Saren muss aufgehalten werden. Und ich verspreche, dass uns das gelingen wird. Gut gesprochen, Commander. Der Captain wäre stolz auf Sie. Der Captain ist egal. Vielleicht. Ich werde ihn nicht enttäuschen. Der Captain hat alles aufgegeben, damit wir diese Chance bekommen. Kein Versagen. Ja, Sir. Vorbildlich plus 4. Okay. Joker, hast du sonst noch was zu sagen? Commander, etwa noch eine Frage? Ja. Schiffsstatusbericht. Wie macht sich die Normandy? Ist sie so gut, wie alle sagten? Sie ist das beste Schiff der Flotte. Aber sie braucht einen Piloten, der sie auch beherrscht. Es gibt ein paar Schwierigkeiten mit der Trimmung. Man muss sich erst einmal an den riesigen Antriebskern im Heck des Schiffes gewöhnen. Ist manchmal nicht so einfach, diese Kräfte zu handeln. Ein gewöhnlicher Allianzpilot würde wohl echte Probleme mit dem Schiff bekommen, Commander. Aber zum Glück bin ich ja kein gewöhnlicher Pilot. Ja, gut, dass wir dich haben, Joker. Und übrigens, ich wollte nur mit Ihnen reden. Ich möchte über meine Crew Bescheid wissen. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich weiß schon, worum es geht. Sie haben sich über mich informiert, nicht wahr? Ich werde Ihnen das Gleiche erzählen wie dem Captain. Sie wollen mich als Piloten. Ich bin nicht gut. Ich bin auch nicht großartig. Sondern der beste, verdammte Kampfpilot der Allianzflotte. Warum war ich wohl der Beste an der Flugakademie? Weil ich es mir erarbeitet habe. Woher kommen wohl die ganzen Belobigungen in meiner Akte? Weil ich sie mir alle verdient habe. Ich habe sie nicht erhalten, weil ich an dieser Krankheit leide. Ist ja schon gut. Was Anstrengendes. Oh, ich wollte sie nicht beleidigen. Ja. Was für eine Krankheit. Na gut, mir sagen mal so. Tut mir leid, Joker. Ich wusste gar nicht, dass Sie krank sind. Das heißt, Sie wussten gar nicht... Ach, Scheiße. Okay. Ich habe das Frohlich-Syndrom. Glasknochen. Die Knochen in meinen Beinen sind nicht voll entwickelt. Im Grunde sind sie hohl. Wenn sie zu sehr belastet werden, brechen sie. Selbst mit den Krücken und Beinschienen kommt man nur mühsam voran. Ein falscher Schritt und knack. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen, Commander. Geben Sie mir die Normandy und ich lasse Sie tanzen. Bitten Sie mich nur nicht aufzustehen und zu tanzen. Es sei denn, Sie stehen auf das Geräusch brechender Schienbeinknochen. Nee, nicht wirklich. Woher kommt eigentlich Ihr Spitzname? Warum nennen Sie alle Joker? Weil es viel kürzer als Flight Lieutenant Jeff Moreau der Allianz ist.
Und außerdem bringe ich so gerne kleine Kinder zum Lachen. Naja gut, da kann ich jetzt auch nicht drauf, keine Antwort. Sie weichen meiner Frage aus. Also gut, ich habe mir den Namen nicht ausgesucht. Eine meiner Flugausbilderinnen hat mich damit aufgezogen, dass ich nie lächeln würde. Also hat sie mich Joker genannt. Und dabei ist es geblieben. Okay, was für eine Krankheit ist es eigentlich genau? Ich muss mehr über dieses Frohlich-Syndrom wissen, wenn ich Ihnen mein Schiff anvertraue. Natürlich. Es ist eine extrem seltene Krankheit. Niemand weiß genau, wodurch sie ausgelöst wird. Vielleicht genetisch bedingt. Man kann sie behandeln, aber nicht heilen. Aha. Ich gelte als mittelschwerer bis schwerer Fall. Bei meiner Geburt hatte ich mehr als ein Dutzend Brüche. Hüften, Oberschenkel, Sprunggelenk. Schon in der Gebärmutter brachen meine Knochen. Noch vor 100 Jahren hätte ich das erste Lebensjahr nicht überlebt. Aber dank der modernen Medizinwissenschaft darf ich mich ein nützliches Mitglied der Gesellschaft nennen. Okay, ja, und wie geht's im Job? Es besteht aber nicht die Gefahr, dass Sie sich nur durch das Fliegen des Schiffs die Knochen brechen, oder? Ich fliege nicht mit meinen Füßen, Commander. Alles kein Problem, solange ich in diesem Stuhl sitze. Ich muss nur sehr vorsichtig sein, wenn ich aufstehen und pissen muss. Ich kann meinen Job so gut wie jeder andere auf dem Schiff erledigen. Und sogar besser. Also, keine Sorge. Und sogar besser, naja, er ist ein bisschen zu arg überzeugt für von sich, würde ich mal sagen. Ich wollte Sie nicht vor den Kopf stoßen. Lassen Sie uns über etwas anderes sprechen. Nur zu, Commander. Untersuchen. Persönliche Vergangenheit vielleicht noch. Wie sind Sie zur Allianz gekommen? Wenn Sie die Geschichte von dem kranken Jungen, der sein Schicksal besiegt hat, hören wollen, muss ich Sie leider enttäuschen. Meine Mutter hat als Zivilberaterin in der Allianz gearbeitet. Ich wuchs quasi auf der Arcturus-Station auf. Zu dieser Zeit gründeten sie gerade die Flotten. Ich habe meine ganze Jugend auf den Schiffen der Allianz verbracht. Also war es kein Wunder, dass ich zur Akademie ging. Okay. Na ja, gut. Danke fürs Gespräch. Ich muss gehen. Bis dann. So, nochmal Codex hier. Gut, jetzt wissen wir, dass er unter der Glasknochenkrankheit hier, ist. Sekundär, oh ja, da wird es wieder Zeit für eine Codex-Folge. Das Marco wurde als Infanterie. Die Normandie ist ein Prototyp-Sternenkreuzer, der von der Allianz mit der Unterstützung des Zitadellrates entwickelt wurde. Das Schiff ist optimal konzipiert für geheime Aufklärungsmissionen in instabilen Regionen und verfügt über neueste, innovative Tarntechnologien. Aufgrund der Hitzeentwicklung schon bei normalem Betrieb lassen sich die meisten Raumschiffe im leeren Weltraum leicht orten. Die Normandie aber kann diese Hitze temporär mit ihrer Hülle absorbieren. Da die Außenhülle des Schiffs zusätzlich gekühlt werden kann, ist das Schiff in der Lage, stundenlang unentdeckt zu fliegen oder tagelang in geheimer Mission zu treiben. Aber dabei gibt es auch Risiken. Die so gespeicherte Hitze muss irgendwann auch wieder abgestrahlt werden, weil die Crew sonst bei lebendigem Leibe gekocht würde. Eine weitere Komponente des Tarnsystems ist der revolutionäre Tantalus-Antrieb der Normandie. Ein Masseneffektkern in doppelter Standardgröße. Der Tantalus-Antriebskern erzeugt konzentrierte Masseneffektfelder, in die Normandie hineinfällt und sich so ohne Unterstützung hitzeausstrahlender Triebwerke fortbewegen kann. Aha. Naja, also es ist ein experimentelles Schiff. Interessant, interessant. Das wusste ja auch noch keiner, ne? So. Dann gucken wir doch mal weiter. Können wir hier noch irgendwas angucken? Nein. So, hier müssen wir dann auf der Navigationskarte das Ziel festlegen. Jetzt können wir noch mit dem Navigator Pressluft sprechen. Nee, Presley natürlich. So. Ja, nö, der will nicht mit uns reden. Auch gut. Dann gehen wir einfach mal weiter. So, hier können wir den Kommunikationsraum. Den kennen wir eigentlich schon. Können wir hier irgendwas machen? Nein. Aber da können wir, glaube ich, immer wieder, wenn es wichtig ist, auf mit irgendjemandem Kontakt machen. Oder Kontakt herstellen. Ja, salutiert. Ja, haben wir jetzt nicht eigentlich Zugriff auf unser eigenes Quartier oder so? Oder wie schaut es aus? Ich weiß es noch gar nicht. Wir gucken einfach noch geschwind hier schnell mal durch die Normandie durch. Vielleicht können wir auch noch mit Doc Chuck was hier sprechen. Ach, hier könnten wir Medigel holen. Aber wir sind, glaube ich, gerade voll. Oder? Nee, doch nicht.
So, ein Medigel. Ja, 7 von 7. Ich weiß nicht, ob die sich das wieder regeneriert. So, Dr. Chakras ist hier. So, und hier hinten ist nochmal das Lager oder Laborbereich, was weiß ich. So, servus. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Na gut, das bringt uns halt weiter. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Hätte das sein können, dass die uns noch gratuliert zum Spectre oder so? Keine Ahnung. Nur so ein Gefühl. Ah, waren die schon immer da sitzen oder sind die jetzt hier neu? So, hier kann ich nichts machen. Da ist Kaidan. Hi. Brauchen Sie was, Commander? Ich warte auf Input, taktische Einschätzung. Auf Wiedersehen. Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen, Commander. Wir haben sicher später noch Zeit für persönliche Gespräche. Ja, und die taktische Einschätzung? Was denken Sie über die letzte Mission? Ich weiß nicht, was wir hätten besser machen können. Jedenfalls nicht, ohne früher nach Eden Prime zu kommen. Und wir waren schneller da, als jedes andere Allianzschiff es geschafft hätte. Ah, da können wir immer so ein bisschen reden und so was erfahren, was der so meint. So, und das hier. Personalhandbuch, was ist das? Codex, ah ja. Das ist aber jetzt den Sekundär-Codex. Ja, oh, das wird wirklich Zeit für. Und da haben wir noch einen anderen. Kampfanzüge bieten ein Massenbeschleuniger beschleunigt ein Metallprojektil durch präzise ausbalancierte elektromagnetische Anziehungs- und Abstoßungskräfte. Das Projektil ist so konzipiert, dass es beim Aufprall auf das Ziel zerquetscht oder zersplittert und so die Zerstörungsenergie noch weiter vermehrt. Ohne dieses Verhalten würde das Projektil nur ein einfaches Loch in das Ziel schlagen und vergleichsweise wenig Schaden anrichten. Fast alle Beschleunigungstechnologien wurden durch Element Zero revolutioniert. Ein von einem Masseneffekt beschleunigtes Projektil kann auf eine sehr viel höhere Geschwindigkeit gebracht werden als mit vorher genutzten Waffentechnologien. Wenn zum Beispiel ein einfacher Plastikchip nur schnell genug beschleunigt wird, kann er dieselbe Aufprallkraft erhalten wie eine Atombombe. Aber Massenbeschleuniger entwickeln auch einen Rückschlag, proportional zur Aufschlagkraft. Dieser Rückschlag wird zwar durch integrierte Masseneffektfelder gedämpft, stellt aber immer noch das einschränkendste Moment bei den Projektilgeschwindigkeiten dar. Also das ist das Problem praktisch. Man hat dieselbe Kraft dann wieder als Rückschlag da und muss das natürlich auch abfedern wieder sozusagen. Da kann man nicht unbegrenzt hier irgendwas beschleunigen oder so. Interessant. So, das war's. Ja, das ist doch jetzt eigentlich hier unser Quartier, oder? Ja, ist aber sehr spartanisch, wie gesagt. Weil da war doch mal der Anderson drin sitzen, glaube ich. Stasiskammern. Ja, auf jeden Fall noch mehr Codex. Primär gibt's. Nee, das ist kein Primär-Codex. Okay. Ist auch ein Sekundärer. Das konnten wir das letzte Mal noch nicht hier angucken. Hinter hier ist eine Wand. Okay. Alles klar. Also man kann sich hier auch in Stasis versetzen, wenn man das braucht. Oder irgendwas anderes. Wer weiß, für was die Kammern hier gut sind. So. Jetzt können wir nochmal runterfahren. Schwupp, da geht die Tür zu. Der Lift geht nach unten. So, Unterdeck hier. So, da können wir mit dem Rex sprechen. Schönes Schiff haben Sie, Shepard. Danke. Was kann ich für Sie tun? Persönliche Frage. Erzählen Sie mir von sich, Rex. Da gibt es nichts zu erzählen. Gehen Sie zur Quarianerin, wenn Sie Geschichten wollen. Ach komm, erzählen Sie es nicht so. Nur ein paar Details oder nicht so unfreundlich. Ach komm, nur ein paar Details. Kroganer werden hunderte von Jahren alt. Sie können mir nicht weismachen, dass Sie nicht ein paar Abenteuer erlebt hätten. Also, es gab einmal eine Zeit, wo die Turianer fast unser gesamtes Volk ausgelöscht haben. Wundervolle Geschichte. Ja, tut mir leid zu hören. Ich habe davon gehört. Das Gleiche haben sie auch mit uns versucht. Das ist nicht das Gleiche. Oh doch, nein. Für mich klingt es aber wie das Gleiche.
dann wurden Ihre Leute auch durch eine genetische Mutation infiziert. Eine Infektion, die dafür sorgt, dass nur eines von 1000 Babys die Geburt überlebt. Und auch Ihr Volk droht, dadurch auszusterben. Ja, gutes Argument. Oder nein? Stimmt, es ist nicht das Gleiche. Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen. Aber vergleichen Sie nicht das Schicksal der Kroganer mit dem der Menschen. Werde ich nicht. Heikles Thema. Ich wollte mich nur mit Ihnen unterhalten. Ich wollte Sie nicht verletzen. Ihre Ignoranz verletzt mich nicht, Shepard. Und die Kroganer habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Wir leiden zwar an dieser Infektion, aber nicht sie ist es, die uns tötet. Auslöschung. Dann stirbt Ihr Volk wirklich aus. Zumindest geht es uns nicht gut. Wir sind zu weit verteilt. Niemand von uns ist daran interessiert, in unserem eigenen System zu bleiben. Ja und? Viele Völker haben ihr Zuhause verlassen und sich weiterentwickelt. Ja, aber nur, wenn sie neue Welten kolonialisieren. Wir sind keine Siedler. Wir sind Krieger. Wir wollen kämpfen. Jo. Also ziehen wir los. Wir lassen uns anheuern und die meisten von uns kehren nie zurück. Und diese Infektion? Was für eine Infektion ist das? Fragen Sie am besten die Salarianer. Sie haben uns das angetan. Ich weiß nur, dass sie die Fortpflanzung unmöglich macht. Tausende Babys sterben noch im Kindbett. Die meisten schaffen es nicht einmal bis dahin. Jeder Kroganer ist infiziert, jeder verdammte Einzelne. Und niemand ist daran interessiert, ein Heilmittel zu finden. Was? Warum versuchen die Kroganer nicht, ein Heilmittel zu finden? Wann haben Sie zum letzten Mal einen kroganischen Wissenschaftler gesehen? Wenn Sie einen Kroganer fragen, ob er ein Heilmittel finden oder für sein Volk kämpfen will, wird er immer dieselbe Antwort geben. Er wird kämpfen wollen. So sind wir Kroganer, Shepard. Ich kann nichts daran ändern. Niemand kann das. Aber als Wissenschaftler kann man auch dafür kämpfen, ein Mittel zu finden. Bis dann, Rex. Shepard. Jo. So, Codex. Okay, das ist auch das Sekundär. Wow, das wird ja eine lange Folge dann hier. So, hier können wir wieder auf die Spinde zugreifen. Da ist Ashley. Commander. Wie machen wir uns? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Ich wünschte, du wärst früher hergekommen. Ah. Nimm's nicht persönlich. Ich bin froh über die Rettung. Ich wünschte nur... Wir wollten ja eher kommen. Denk nicht mehr drüber nach, dass wir die Einheit gerettet hätten. Du wünschst... Wir hätten auch den Rest deiner Einheit retten können. Jawohl, Sir. Wäre ich wachsamer gewesen, dann wären wir nicht in diesen Hinterhalt geraten. Ja, komm, das konntest du nicht ahnen und es war nicht deine Schuld. Eigentlich würde ich beides gern sagen. Die Geats sind perfekt im Legen von Hinterhalten. Sie bewegen sich nicht, sie geben keinen Laut von sich, sie atmen nicht mal. Sie haben leuchtende Köpfe. Ich werde dafür sorgen, dass es nie wieder geschieht. Ja, gut, wenn du meinst. Können wir reden? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Tut mir leid, Commander. Ich muss meine Pflichten sofort erledigen. Aber ich würde mich gern später mit Ihnen unterhalten. Pflichten? Ich bin jetzt der neue Captain hier, also von daher. Aber naja, gut. Ciao. Wegtreten, Chief. Sir? Ja, die tut jetzt hier bei den Waffen herum. Gucken hier. Da kann man, wie gesagt, die Leute ausrüsten, wenn wir das brauchen. Da ist Garrus. Der steht hier an dem Auto hier rum. Danke, dass ich an Bord kommen durfte, Commander. Ich wusste, dass die Zusammenarbeit mit einem Spectre besser ist als das Leben bei der Zitadellsicherheit. Okay, Sie wussten es? Haben Sie schon mal mit einem Spectre zusammengearbeitet? Nun, eigentlich nicht. Aber ich weiß, wie Sie sind. Na, jetzt. Spectres machen ihre eigenen Regeln. Sie können die Dinge auf ihre eigene Weise regeln. Ja. Bei der Zitadellsicherheit ertrinkt man in Vorschriften. Diese verdammten Bürokraten sitzen einem immer im Nacken. So schlimm ist es auch wieder nicht. Beschweren Sie sich nicht, das stimmt. Ja gut, ich glaube, jetzt muss ich mir wirklich sagen, das stimmt. Es hat seine Vorteile, Inspektor zu sein. Mein Reden. Wenn ich versuche, einen Verdächtigen zu verhaften, sollte es unwichtig sein, wie ich es tue, solange ich es überhaupt tue. Aber die Zitadell-Sicherheit will, dass es auf ihre Weise getan wird. Protokoll und Prozeduren stehen an erster Stelle. Und darum musste ich gehen. Ach so, und das war Ihr Grund? Sie gingen, weil Ihnen nicht gefiel, wie Sie die Dinge regeln. Es steckte mehr dahinter. Anfangs war es bei der Zitadell-Sicherheit gar nicht übel.
Aber je höher mein Rang wurde, desto mehr schränkte man mich ein. Die Art, wie die Zitadell-Sicherheit mit Saren umging, war typisch. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich gehe nur ungern. Sie kommt drüber weg, vergessen Sie es. Naja gut, es war eine schwere Entscheidung. Ich hoffe, Sie treffen die richtige Wahl. Es wäre traurig, wenn Sie sie später bereuen müssten. Tja, aus diesem Grund bin ich jetzt ja auch bei Ihnen. Dies ist meine Chance, von der Zitadell wegzukommen und zu sehen, wie es außerhalb der Zitadell-Sicherheit so läuft. Ich habe jedenfalls vor, das Beste aus der Situation zu machen. Und ohne die Zitadell-Sicherheit, die mir über die Schulter sieht. Nun, vielleicht kann ich die Sache zur Abwechslung mal auf meine Weise regeln. Hört sich gut an, wie Sie meinen. Das hängt davon ab, würde ich sagen. Immerhin habe ich immer noch ein Wörtchen mitzureden, würde ich mal sagen, ne? Wenn das bedeutet, dass Sie Unschuldige in Gefahr bringen, lautet die Antwort nein. Wir machen den Job richtig und nicht schnell. Verstanden? Ich wollte nicht... Verstehe, Commander. Ja. Gut. Das ist gut, dass wir uns verstehen. Dann kann man noch mit ihm reden. Commander, schön, Sie zu sehen. Ja, finde ich auch. Okay, man kann immer wieder mal mit den Leuten anscheinend dann reden. So, jetzt bleibt eigentlich bloß in der gut nochmal... das Suchen, neue Produktlizenzen. Was für Lizenzen? Wozu brauchen Sie die? Die Hersteller vergeben... Okay, nee, das... Viele der besten Lizenzen sind schwer zu bekommen, aber sie rentieren ja, sich immer... Ja, ist gut. Zeigen Sie mir Ihr Sehr Antwort. Gern, Commander. So. Ja gut, bei ihm geben wir es gleich wie auf der Citadel hier. Ja, das bringt uns eigentlich erstmal nicht weiter. Kann man irgendwas so kaufen? Nee, immer nur noch die Guardian-Dings hier. Gut. Also bei ihm kriegt man eigentlich das Gleiche. So, jetzt gehen wir noch in den Maschinenraum. Da ist ja noch Tully dann und der Techniker Adams. Ja. Hey Commander, wissen Sie was? Diese Quarianerin, Tully, sie kommt andauernd hier unten vorbei und fragt mich nach dem Schiffsantrieb. Okay, ich werde mit ihr reden, ich erledige das. Stört sie? Ich werde ihr sagen, dass sie in Ruhe lassen soll. Was? Nein, sie ist wirklich außergewöhnlich. Ich wünschte, meine Leute wären nur halb so clever wie sie. Noch einen Monat an Bord und sie wird sich besser mit dem Antrieb auskennen als ich. Okay. Sie hatte ein außerordentliches technisches Talent. Kann schon verstehen, warum sie sie an Bord genommen haben. Nicht meine Entscheidung. Na gut, dann ist sie eine Bereicherung. Ich hielt sie für eine echte Bereicherung der Crew. Sie haben wirklich ein Auge für Talente, Commander. Aber deswegen sind sie wohl kaum hier heruntergekommen. Nicht unbedingt. Können wir hier eigentlich noch ein Tarnsystem? Haben wir das jetzt schon mal gefragt? Erzählen Sie mir etwas über das IES-Tarnsystem. Wie funktioniert das genau? Hier draußen im All kann man kein Schiff verbergen. Schiffe geben zu viel Hitze und Strahlung ab. Dadurch sind sie einfach mit Sensoren zu orten. Also muss man diese Energieabgabe eindämmen. Unser IES-Tarnsystem nimmt die vom Schiff abgegebene Energie auf und speist sie in schiffsinterne Speicher ein. So kann das Schiff nicht von Sensoren erfasst werden. Aber diese Speicher müssen von Zeit zu Zeit geleert werden. Nach ein paar Stunden im Tarnmodus überhitzen sie. Dann würden wir in unserer eigenen Hülle gekocht werden. Okay, das haben wir eigentlich schon vom Codings gehört. Wir sind also unsichtbar. Und es gibt keinen Weg, unseren Standort zu ermitteln. Mit einem visuellen Scan kann man uns immer noch orten. Dazu müsste man nur aus dem Fenster schauen. Aber um uns sehen zu können, muss man schon sehr nah dran sein. Hm. Die meisten Schiffe setzen Scanner ein. Solange die Tarnsysteme funktionieren, können sie uns nicht orten. Außer wir gehen auf Überlichtgeschwindigkeit. Was passiert bei ULG? Warum funktioniert es nicht bei Überlichtgeschwindigkeit? Bei ULG produziert das Schiff eine viel höhere Strahlung, die von den Speichern nicht aufgenommen werden kann. Wenn wir im Tarnmodus zum Sprung ansetzen, geht das Schiff hoch wie eine Leuchtrakete. Oho. Die Sensoren können unser Schiff orten, wenn wir zu ULG wechseln oder von ULG runterdrosseln. Aber bei Missionen mit kurzer Reichweite ist das IES-Tarnsystem unschlagbar. Und wir sind die Einzigen, die es haben. Okay, also nicht, wenn die Tarnung aktiviert ist, ULG machen, ne? So, Normandy. Erzählen Sie mir etwas über die Normandy. Sie ist das beste Schiff, auf dem ich je gedient habe. Vielleicht das schnellste Schiff, das je gebaut wurde. Und das einzige Schiff mit dem neuen Tantalus-Antriebskern. Antriebskern? Jetzt erzählt er wahrscheinlich das gleiche wie in der Dings da, in dem Codex. Was ist so Besonderes an dem Tantalus-Antriebskern? Er ist von seinen Maßen her zweimal so groß wie die auf den anderen Schiffen. Das macht unser Schiff nicht nur schneller, sondern wir können auch länger bei Überlichtgeschwindigkeit fliegen, bevor wir den Beschleuniger austauschen müssen. Aha, man muss also was austauschen. Persönliche Fragen. Wo haben Sie noch gedient, Adams? Auf fast allen Schiffsklassen der Allianz. Von Schlachtschiffen über Frachter bis zu Fregatten wie der Normandy.
Meine letzte Station war die Tokio. Nur ein Kreuzer, aber ein gutes Schiff. Nichts im Vergleich zu Normandy natürlich. Okay. Gut, dann auf Wiedersehen. Gute Arbeit. Weitermachen, Adams. So. Wohl, Commander. Ehe ich jetzt dann die Folge beende, gibt's noch ein einzige Person, mit der wir reden können. Wurde als Infanterie. Die größeren Kriegsraumschiffe lassen sich in 4 Gewichtsklassen unterteilen. Fregatten sind kleine, schnelle Schiffe für Aufklärungs- und Spionageflüge. Fregatten operieren oft in kleinen Flottillen. Kreuzer sind mittelschwere Kampfschiffe. Sie sind schneller als Schlachtschiffe und schwerer bewaffnet als Fregatten. Kreuzer werden als Standardpatrouilleneinheiten eingesetzt und häufig von Fregattenflottillen begleitet. Schlachtschiffe sind kilometerlange Großkampfschiffe mit schwerer Langstreckenbewaffnung. Sie kommen nur bei den wichtigsten Missionen zum Einsatz. Trägerschiffe haben in etwa die Größe von Schlachtschiffen und können eine große Anzahl Jäger transportieren. Kleinere Schiffe werden fast ausschließlich zur Unterstützung der Kriegsschiffe während der Kämpfe eingesetzt. Jäger sind einzeln bemannte Schiffe für Nahkampfangriffe auf feindliche Raumschiffe. Abfangjäger sind einzeln bemannte Schiffe für die Verteidigung vor feindlichen Jägern. Okay. Und dann noch der ÖLG-Antrieb. Für die Überlichtgeschwindigkeitsantriebe werden Element-Zero-Kerne eingesetzt, die die Masse des Schiffes reduzieren können und so eine schnellere Beschleunigung ermöglichen. Damit kann innerhalb eines Masseneffektfeldes die Lichtgeschwindigkeit signifikant erhöht und eine höhere Reisegeschwindigkeit ohne nennenswerte Zeitdehnungseffekte erzielt werden. Neben einem ÜLG-Antriebskern benötigen Sternenkreuzer zusätzlich konventionelle Triebwerke, chemische Raketen, Fusionsantriebe, Ionenantriebe oder militärische Antiprotonsysteme. Aber ein Kern allein kann kein Schiff antreiben. Die für einen Antrieb benötigte Menge E0 und Energie erhöht sich exponentiell zur bewegten Masse und der Zündungstemperatur. Sehr große Schiffe und hohe Geschwindigkeiten verursachen daher enorme Kosten. Wenn ein Feld kollabiert, während sich das Raumschiff mit Überlichtgeschwindigkeit bewegt, sind die Auswirkungen katastrophal. In diesem Fall wird das Schiff in Unterlichtgeschwindigkeit zurückgerissen und die überschüssige Energie in tödliche Cherenkov-Strahlung umgewandelt. Das ist natürlich ganz schlecht dann. So, das war alles. So, und jetzt werde ich noch Tali sprechen und dann sind wir eigentlich fertig. Ich wollte jetzt hier eigentlich alles mitnehmen, deswegen ist jetzt die Folge auch so lang geworden. So, jetzt aber noch Tali. Das ist ein erstaunliches Schiff, Shepard. So einen Antriebskern habe ich noch nie gesehen. Kaum zu glauben, dass er in ein so kleines Schiff passt. Langsam verstehe ich, warum Sie Menschen so erfolgreich sind. Ich hatte keine Ahnung, dass die Schiffe der Allianz so fortschrittlich sind. Ja, es ist ein spezielles Schiff. Die Normandy ist ein Prototyp, neueste Technologie. Noch vor einem Monat habe ich eine selbstgebastelte Kraftstoffleitung in ein schrottreifes Schleppschiff der Flottille eingebaut. Und jetzt bin ich an Bord eines der fortschrittlichsten Schiffe des Zitadellsektors. Ich möchte Ihnen nochmals danken, dass Sie mich an Bord genommen haben. Mit dem Aufenthalt auf einem Schiff wie diesem wird für mich ein Traum wahr. Interesse an Schiffen? Ich wusste ja gar nicht, dass Sie ein solches Interesse an Schiffen haben. Das haben alle Quarianer. Die Migrantenflotte ist der Schlüssel zum Überleben für mein Volk. Schiffe sind unsere wertvollste Ressource. Aber über so ein Schiff verfügen wir nicht. Wir müssen uns mit ausgestoßenen und abgelegter Ausrüstung zufrieden geben. Wir versuchen sie einfach so lange wie möglich zu nutzen. Einige Schiffe unserer Flotte stammen noch aus der Zeit, als wir vor den Geth geflüchtet sind. Okay, ja gut, es muss auch so Leute geben, die hier den Schrott sozusagen wiederverwenden. Aber ist auch gut so, solange sie sich das jetzt hier mit Gewalt an sich reißen, die ganzen Sachen hier. Also das war vor 300 Jahren. Das ist einfach unglaublich, dass einige Schiffe in ihrer Flotte 300 Jahre alt sind. Sie werden ununterbrochen repariert, modifiziert und neu ausgerüstet. Sie sind nicht gerade hübsch, aber sie machen ihren Job. Meistens jedenfalls. Wir haben versucht, unsere Flottille so unabhängig wie möglich zu gestalten. Wir bauen unsere eigene Nahrung an und fördern und verarbeiten unseren eigenen Kraftstoff. Aber einige Sachen können wir nicht selbst herstellen. Für Arbeiten zur Sicherung der Hüllen benötigen wir Rohstoffe, die wir nicht haben. Daher sind unsere Pilgerreisen auch so wichtig. Okay, da hast du gesagt Pilgerreise. Dann nochmal hier. Ich möchte mehr über Ihre Pilgerreise erfahren. Wenn wir erwachsen werden, verlassen wir unsere Geburtsschiffe und müssen uns eine neue Crew suchen.
Damit sichern wir die genetische Vielfalt innerhalb der Flotte. Aber die Schiffe nehmen niemanden, der ihnen nur zur Last fallen würde. Deswegen gehen wir auf Pilgerreise, um unseren Wert zu beweisen. Wir gehen allein und lassen die Flottille und die Familien zurück. Wir kehren nur zurück, wenn wir etwas Wertvolles gefunden haben, das wir zur Flotte zurückbringen können. Diesen Fund übergeben wir dann dem Captain des Schiffes, auf dem wir heimisch werden möchten. Wenn das Geschenk angenommen wird, werden wir Mitglied der Crew. Aha. Annahmeverweigerung? Kann ein Captain ein solches Geschenk auch ablehnen? Das kommt nicht sehr oft vor. Die meisten Captains sind darauf bedacht, ihre Crew und damit auch ihr eigenes Ansehen in der Gesellschaft zu vergrößern. Normalerweise würde ein Captain auch ein weniger wertvolles Geschenk annehmen, als Teil der Tradition. Aber wer ein Geschenk unter Wert mitbringt, genießt einen schlechten Ruf. Das ist keine besonders kluge Methode, Eindruck auf seine neue Crew zu machen. Die meisten Pilger kehren nicht zurück, bis sie etwas Wertvolles gefunden haben. Ja gut, klingt aber auch ein bisschen gefährlich. Ich finde es unverantwortlich, dass sie alleine gehen mussten. Wir werden nicht einfach herausgeworfen. Man bringt uns bei, wie wir außerhalb der Flottille überleben können und gibt uns hilfreiche Geschenke mit auf den Weg. Wir erhalten auch wertvolle Implantate gegen Krankheiten. Weil wir seit Generationen in einer isolierten und vollständig kontrollierten Umgebung leben, haben wir ein besonders schwaches Immunsystem. Wenn wir die Flotte verlassen, sind wir gut auf die Pilgerreise vorbereitet. Diese Sache stellt einen Übergangsritus für alle Quarianer dar. Wenn es gefährlich wäre, würden wir unsere Bevölkerungszahl schwächen. Fast alle Pilgerreisen enden mit einer triumphalen Heimkehr und einer Feierlichkeit zur Präsentation des Geschenks an den jeweiligen Flottenkapitän. Aber es kann ja nicht immer hier was Neues geben oder sonst was. Naja gut, anderes Thema. Ich möchte über etwas anderes sprechen. Zum Beispiel? Die Gs, oder? Erstmal, nee, über euer Volk hier, die Quarianer. Erzählen Sie mir etwas von Ihrem Volk. Wir haben kein einfaches Leben. Die Ressourcen sind knapp. Deswegen müssen wir immer weiter reisen. Alles, was wir tun, muss auch dem Wohl der Migrantenflotte dienen. In der Flottille leben 17 Millionen Quarianer. Um zu überleben, müssen wir uns aufeinander verlassen können. In meinem Volk herrscht ein großer Zusammenhalt. Leider mussten wir viele Freiheiten und zivilisatorische Selbstverständlichkeiten aufgeben, die andere Völker für sich als selbstverständlich erachten. Okay, zum Beispiel. Was für Freiheiten? Es ist zum Beispiel per Gesetz verboten, dass Eltern mehr als ein Kind haben. Wenn unsere Bevölkerung zu stark wächst, würde das unsere Ressourcen überfordern. Andererseits können wir auch nicht zulassen, dass unser Volk zu klein wird. Wenn unsere Bevölkerungszahlen zu sehr schwinden, wird das Ein-Kind-Gesetz zeitweilig aufgehoben. Wenn unsere Bevölkerungszahl dramatisch fällt, werden die Leute sogar ermutigt, möglichst viele Kinder zu bekommen. Aber eine solche Weisung hat das Konzil schon seit fast 100 Jahren nicht mehr ausgegeben. Aha, es gibt also ein Konzil bei euch? Nennen Sie so Ihre Regierung. Das Konzil ist der Zivilbereich unserer Regierung. Jedes Schiff kann einen Repräsentanten wählen, der im Konzil an Entscheidungen mitwirkt, die die ganze Flotte betreffen. Bei Angelegenheiten, die nur ein einzelnes Schiff betreffen, hat natürlich der Captain das letzte Wort. Diese Tradition geht zurück auf die Zeit, als die Flotte noch unter Kriegsrecht stand. Glücklicherweise sind unsere Captains heutzutage umsichtig genug, ihre Crew Konzilrepräsentanten wählen zu lassen, die sie beraten. Also sozusagen haben die so einen artigen Flottenrat hier. Ja, früher Kriegsrecht natürlich, da haben dann die Captains allein das Sagen für ihr Schiff dann hier. So, Demokratie. Dann liegt die Macht bei den offiziell gewählten Repräsentanten. Zumindest wird es so gehandhabt. Das Konzil und die jeweiligen Repräsentanten der Schiffe legen die Regeln fest, die unser alltägliches Leben bestimmen. Aber theoretisch herrscht immer noch das Kriegsrecht. Die 5 höchstrangigen Militäroffiziellen stellen den Admiralitätsrat. Diese 5 Personen haben in Notfällen die Autorität, alle Entscheidungen des Konzils zu überstimmen. Dafür muss die Admiralität zu einer einstimmigen Entscheidung kommen. Und sie können eine solche Entscheidung nur einmal treffen. Danach müssen die Mitglieder des Admiralitätsrates zurücktreten. Eine Verfahrensschutzmaßnahme, die sich bewährt hat. In fast 3 Jahrhunderten hat der Admiralitätsrat nur 4-mal die Entscheidungen des Konzils überstimmt. Ach so, da müssen die alle zurückdrehen und muss ein neuer Rat gewählt werden. Aha, interessant. Ja, und was weißt du noch über die Gs? Ich möchte mehr über die Geth erfahren. Ich kann Ihnen kaum mehr über die Geth erzählen, als Sie ohnehin schon wissen. Es ist fast 300 Jahre her, dass sie mein Volk ins Exil getrieben haben. Ich kenne nur die Geschichte ihrer Herkunft.
was sie waren, als wir sie erschufen und wie sie sich gegen uns gewendet haben. Okay, dann erzählen Sie mir mehr davon. Interessant. Die Geth wurden ursprünglich als automatisierte Arbeitshelfer erschaffen. Zu Beginn war ihre Intelligenz auf die üblichen VI-Fähigkeiten begrenzt. Mit der Zeit haben wir einige Modifikationen an ihnen vorgenommen, damit sie andere und komplexere Tätigkeiten ausführen konnten. Damit erreichten sie zunehmend den Status echter KI-Programme. Illegale KI-Forschung? Warum hat der Rat nicht eingegriffen und sie aufgehalten? Es war keine KI-Forschung im eigentlichen Sinn. Wir haben am Rande der Forschungsgesetze gearbeitet, aber nie dagegen verstoßen. Die Modifikationen waren so geringfügig, dass wir sie unter Kontrolle hatten. Dachten wir zumindest. Aber wir hatten die Konsequenzen des neuralen Netzwerkes unterschätzt. 1 Million gleichzeitig denkender Geth schuf eine inhärente, instabile Matrix. Das gleicht ja schon so wie an die Borg sozusagen. Neurales Netzwerk? Die Geth unterhalten ein Intelligenznetzwerk? Viele der Logiksysteme der Geth waren darauf ausgelegt, mit anderen Geth in der Nähe zu kooperieren. Das heißt, je größer eine Gruppe war, desto intelligenter war sie. Also wie ein Bienenstaat? Dann stellen sie zusammen ein Gemeinschaftswesen dar. Nein, das ist so nicht richtig. Sie können keine einzelnen Daten oder Informationen austauschen, die sie wahrnehmen. Auf so viele gleichzeitige Eingaben ist ihre Programmierung nicht ausgelegt. Jeder Geth ist auf seine eigene Wahrnehmung und Identität beschränkt. Das neurale Netzwerk können sie nur für bestimmte Prozesse nutzen. Man könnte es die künstliche Entsprechung eines Unterbewusstseins nennen. Wenn sie in unmittelbarer Umgebung auf andere Geth treffen, können sie aber bestimmte niedere Prozessfunktionen koordinieren und mehr Kapazitäten für eigene oder individuelle Gedanken schaffen. Okay, so ganz habe ich es nicht kapiert. Das ergibt für mich keinen Sinn. Wahrscheinlich ist es auch schwieriger, als ich es erklären kann. Die Geth sind herausragend fortschrittliche und komplexe Wesen. Für sie ist nur interessant, dass sie umso klüger werden, je mehr sie sind. Je mehr wir von ihnen bauten, desto ausgeprägter und abstrakter wurde ihre tatsächliche Intelligenz. Eines Tages fragte ein Geth seinen quarianischen Aufseher nach der Natur seiner eigenen Existenz. Lebe ich? Warum bin ich hier? Wie lautet meine Berufung? Wie Sie sich vorstellen können, löste das eine Panik in meinem Volk aus. Ja, das ist mir schon klar. Warum? Weil das sind eigentlich die Definitionen des Lebens, wenn sich die KI dann selbst bewusst wird und so weiter, ja? Was soll an diesen Fragen so verkehrt sein? Die Geth wurden geschaffen, um eintönige oder gefährliche Arbeiten zu erledigen. Maschinen können mit solchen Arbeiten betraut werden. Aber denkende Wesen werden sich damit nicht lange abgeben wollen. Die Geth zeigten Zeichen rudimentären Selbstverständnisses und unabhängiger Gedanken. Als intelligente Wesen hätten wir die Geth als Arbeitssklaven missbraucht. Es war abzusehen, dass diese neuen, bewusstseinsfähigen Geth sich gegen ihre Situation auflehnen würden. Wir wussten, dass sie einen Aufstand gegen uns starten würden. Also haben wir zuerst reagiert. Es wurde eine allgemeine Order an alle quarianisch kontrollierten Systeme geschickt, alle Geth permanent zu deaktivieren. Die Geth haben sich gegen diese Order gewaltsam aufgelehnt. Ja, es waren zu viele und, so ein richtiger Abschalter gab's halt nicht, ne? Nicht geahnt, selber schuld, sie haben sich verteidigt. Ja, ist schon richtig. Man kann ihnen nicht verübeln, dass sie um ihr Überleben gekämpft haben. Wir hatten keine Wahl. Die Geth waren kurz davor zu rebellieren. Durch schnelles Eingreifen hätten wir den Krieg beenden können, bevor er überhaupt begonnen hätte. Wir hatten gehofft, dass die meisten Geth noch immer nur wenig intelligenter als Maschinen waren und keinen Widerstand organisieren konnten. Aber sie hatten sich viel weiterentwickelt, als wir es angenommen hatten. Es gab einen langen, blutigen Krieg. Sie haben viele Millionen Quarianer umgebracht. Am Ende wurden wir gezwungen, mit unserer Flotte zu fliehen und die Heimatwelt zu verlassen. Wir hatten zunächst befürchtet, dass die Geth uns verfolgen würden. Aber sie haben den Nebel nie verlassen. Und jetzt treiben wir als Exilanten durch das Weltall und suchen nach einem Weg, uns das zurückzuholen, was wir verloren haben. Okay. Schied ihnen recht. Na, sie haben sich verteidigt. Ich kann kaum Mitleid mit ihnen haben. Ihre Vorfahren haben versucht, eine andere Spezies auszulöschen. Unser Fehler war, die Geth überhaupt zu erschaffen. Aber es war kein Fehler, gegen sie in den Krieg zu ziehen. Ohne Gegenwehr hätten sie uns ausgelöscht. Sie sind eine künstliche Lebensform. Sie haben keine Verwendung für organische Wesen. Nicht die geringste. Welche Erklärung haben sie dafür, dass sie sich vom Rest der Galaxie abschotten?
Welche Erklärung haben Sie dafür, dass Sie alle organischen Lebensformen getötet haben, mit denen Sie je in Kontakt getreten sind? Nicht alle. Sie haben Saren nicht getötet. Und was sagt uns das? Die Geth sind nicht die unschuldigen Opfer in dieser Geschichte. Sie sind der Feind. Sie wollen uns vernichten. Und nicht nur uns Quarianer, sondern alles organische Leben. Darum haben sie sich mit Saren zusammengetan. Und darum müssen wir ihn aufhalten. Okay. Puh, das war jetzt ein ganz schöner Informationsblock, ey. Boah, Codex. Yes, das ist nice. Ist jetzt nochmal ein primärer Codex? Nein. Ja, Leute. Es war jetzt eine sehr lange Folge. 50 Minuten haben wir gefüllt hier. Aber ich hoffe, es war doch interessant für euch und ich wollte es einfach als einen Block zusammenfassen. Ich lasse die Serie wahrscheinlich so, wie es ist. Ich würde da nicht schneiden, dass ich ja zwei Parts draus mache, aber das ist sonst immer blöd. Ja, Leute. Also herzlichen Dank für diejenigen, die es hier bis hier durchgehalten haben. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Deswegen tschüss, euer Legolas.